Yeah, that's my contribution on boredom. Das ist also mein Beitrag zum Thema Langeweile. So emptiness, when it manifests in life, is usually on the unpleasant side. Wenn sich die Leerheit im Leben manifestiert, dann ist das also meistens eine eher unerfreuliche Erfahrung. So we have life crisis, which will be a reflection of emptiness in life. Wir haben dann zum Beispiel eine Lebenskrise, die uns die Leerheit in unserem Leben spiegelt. So, I read recently of the quarter life crisis, in addition to the midlife crisis, which is the crisis that young people, it's supposed to happen in the mid-20s, when you are becoming fully independent as an adult and separating from home and parental authority. Ich habe also kürzlich etwas gelesen über die Viertellebenskrise, also in Ergänzung jetzt zur Midlife-Crisis, die wir ja kennen, gibt es also auch eine Krise so in den Mid-20ern, wenn man als junger Erwachsener wirklich unabhängig wird vom Elternhaus und auf eigenen Beinen steht und dieser Autorität der Eltern endlich entwachsen ist. And then there is Midlife-Crisis, when one has reached a stage in life where you can actually see the end of it. You know you've reached halfway, if not more. And when you're young, life seems endless. Endless possibility, endless time to achieve what you want to. Da gibt es eben die bekannte Krise in der Mitte des Lebens, wo man also irgendwie, wo das Ende in Sicht kommt und man das Gefühl hat, also dass man die Hälfte jetzt schon hinter sich hat, wenn nicht mehr. Und dieses Gefühl verloren geht, das man in der Jugend hat, dass das Leben irgendwie endlos ist und man genug Zeit hat, um alles zu tun, was man sich so erträumt und vornimmt. So you get halfway through and decide that what you've been striving for half your life, is this it then? Man ist da also einmal an einem Halt in der Mitte angekommen und fragt sich, aha, jetzt habe ich also mein halbes Leben damit verbracht, gewisse Dinge anzustreben, ist es das? And there are many such crises in life. I think Erikson decided that there were 8 of them. But any transition can be of that nature. Es gibt viele solcher Krisen im Leben. Ich glaube, Erikson hat 8 solcher Krisen beschrieben. Aber im Endeffekt kann jede Übergangssituation im Leben als eine Krisensituation gesehen und erfahren werden. Growing up involves a lot of emptiness with puberty and leaving home, choosing a partner, becoming a parent. Das Erwachsenwerden ist ein gutes Beispiel. Die Pubertät, dann das Verlassen des Elternhauses, einen Partner zu finden, ein Kinder zu bekommen, eine Familie zu gründen. And moving house. Oder zum Beispiel ein Umzug in ein anderes Haus. But there are other more subtle reflections of emptiness. When you look in your wardrobe and you bought something last year and you decide, oh, why did I buy that? I ought to wear it now. Es gibt aber auch subtilere Situationen oder Erfahrungen. Zum Beispiel, wenn ihr in euren Kleiderschrank schaut und ihr seht da ein Kleidungsstück, das habt ihr euch letztes Jahr gekauft, dann schaut ihr es irgendwie verständnislos an und fragt euch, warum habe ich das gekauft? Ich will das jetzt gar nicht anziehen. Or if you have a friendship with someone and you don't see them for a while, and then you get back together with them and you somehow wonder, do you still have this relationship with this person that you thought you had? Or has it changed? Oder wenn man zum Beispiel einen Freund nach langer Zeit wieder trifft, den man lange nicht gesehen hat, und dann ist man zusammen und beginnt sich zu fragen,
Ist es jetzt noch ein Freund? Ist unsere Beziehung noch die, die sie war? Oder hat sich da was verändert? Or unexpected events. Are strong indicators of emptiness. If you came downstairs and found your partner on the computer looking at porn, that would be a shock, I guess. Oder zum Beispiel, also jede Art von unerwartetem Ereignis kann eine Erfahrung der Leerheit sein. Wenn man zum Beispiel die Treppe herunterkommt eines Tages und dann überrascht man den Partner, der sich gerade am Computer einen Porno ansieht. Das wäre wahrscheinlich ein Schock. Wahrscheinlich. Or if you get that text from the bank saying, you've just spent 1,000 euros at, I don't know the names of the supermarkets in Wien, but is this your transaction? And you think, I didn't do that. No, and then you know your details have been hacked by somebody else. They've been spending your money out of your bank account. Oder wenn man zum Beispiel einen Brief von der Bank bekommt und da steht, also du hast gerade 1000 Euro in irgendeinem großen Kaufhaus ausgegeben und die Fragen, war das also wirklich deine Transaktion? Hast du diesen Kauf getätigt? Und du hast es natürlich nicht getan und bist überrascht. Und in dem Moment wird dir klar, da hat jemand also meine Bank irgendwie mich gehackt oder meine Bankdetails herausgefunden und jetzt hast du ein Problem. And then mechanical failure. Do Europeans here watch Fawlty Towers? No. We had it. Yeah. There's an episode where Basil is he starts this new initiative of a club, a dining club, and he's unfortunately the opening night, the cook is drunk. Also es gibt diese Serie Fawlty Towers, die vielleicht nicht alle kennen. Es ist eine britische Serie, schwarzer Humor, britischer Humor. Da gibt es einen Charakter, Basil, der hat also in einer Folge die Idee, einen Club zu gründen von Leuten, die gemeinsam Abendessen, also gemeinsam kochen und abwechselnd da irgendwie essen. Und also gerade an diesem ersten Abend dieses Clubs, den er da gegründet hat, ist der Koch betrunken. So he gets on the phone to his friend who owns a restaurant and says, please, can I have some of your Tafelspitz? Und dann ruft also seinen Freund an, der ein Restaurant hat, und sagt, bitte kann ich von dir Tafelspitz bekommen? And then he gets in his car to go and fetch it, but the car breaks down. Und springt in sein Auto und will zu diesem Restaurant fahren, um das Essen zu holen, aber dann dann geht das Auto kaputt. So he gets this branch and starts beating the car. You bastard car! Und dann nimmt diesen Ast und schlägt auf das Auto ein, schimpft. Verdammte Karre, warum hast du mich jetzt im Stich gelassen? Basil Fawlty doesn't deal well with emptiness. Basil Fawlty geht also da mit der Leerheit in seinem Leben gerade nicht sehr gut um in dieser Situation. But then mechanical failure with your computers. The computers are great when they work. Oh, when they don't work. Oder auch einfach eben mechanisches Versagen, technische Probleme mit dem Computer. Computer sind eine großartige Sache, solange sie funktionieren, aber weniger, wenn sie gerade nicht funktionieren. So I think you get the idea about emptiness. Ich glaube, ihr habt jetzt also verstanden, was ich hier mit Leerheit zu beschreiben versuche. I usually act this out with my computer, this Basil Fawlty thing. Ich ziehe das normalerweise durch. Ich spiele das nach, diese Basil Fawlty
Situation, wenn mein Computer mir mal Ärger macht. I warned you, if you do that again, the plug's coming out. Right, the plug's coming out. Sagt dann immer, ich hab dich gewarnt, wenn du mich noch einmal im Stich lässt, dann zieh ich den Stecker. Ich hab's dir gesagt, jetzt zieh ich den Stecker.